Okay. Wo bin ich? Habe ich mich auch gerade gefragt. Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Ja, möchtest du dich jetzt vielleicht bewegen? Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Oh. Okay. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Wo bin ich hier? Das war jetzt sehr seltsam. Sehr geil. Kann das sein? Guten Tag. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Okay, ja, also nächste Aufgabe. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Die Verbindung zum alten, zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du den Zaubergrad erhöhst. Okay. Was kann man da jetzt Schönes anstellen? Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um Zaubersprüche zu verbessern, Kampfkraft zu steigern und so weiter. Okay. Fortfahren. Haupttalente, Schleichen, Raum der Wünsche. Haupttalente, was haben wir denn hier so? Was ist aber dafür, dass sie Abklingzeit? Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Okay. Neues Zauberset wird hinzugefügt. Oh, das wäre sehr praktisch. Ja, bitte. So, der Mega-Powertrank hat eine bessere Heilwirkung. Das ist auch sehr geil. Schauen wir mal bei den anderen mal rein. Dunkle Künste. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner leiden erhöhten Schaden. Okay. Super auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Und was haben wir hier? Blutfluch. Wenn ein verfluchtes Ziel Schaden zufügt, halten alle verfluchten Ziele Schaden. Oh ja. Dann mache ich das in der Kombi da. Zaubersprüche. Nö, der ist doof. Akio-Beherrschung.
Okay, das klingt auch praktisch. Gehen wir nochmal die Haupttalente. Ja, Abklingzeit reduzieren ist auch super. Und das machen wir jetzt noch. So, dann hätten wir das. Sollen wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Ja, aber weil so wirklich viel gibt es nicht zu sehen. Aber sieht cool aus. Und danach Hogsmeade. Schauen, ob wir da Update holen können. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ach, das wäre mal oh, Gott sei Dank, Schnellreise. Ich sage ja immer... Truhe. Immer schön mitnehmen. Revelio. Muss ich für dich was Spezielles machen? Okay. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann echt? Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Und wo genau in Hogwarts sind wir hier? Revelio. Hab ich dich schon? Doch, ich war hier schon mal. Okay, schauen wir mal bei die Aufgaben rein. Ah, beziehungsweise, nee, bevor wir das machen, Ausrüstung. Dann wieder Sachen verkaufen und Hogsmeade. Ist es nicht besser? Gesicht. Verteidigung. 23. Ja, bitte. Ist gar nicht mehr so uncool. Umhänge. Nicht identifizierter Gegenstand. Bringen Sie dies zum Raum der Wünsche, um Qualitäten zu enthüllen. Okay. Und das ist hier besser. Cool. Hogsmeade. Karte. Karte von Hogsmeade. Da war Ollivanders. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Ja, braucht jetzt einen gemütlicheren Ort. Den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Wer sagt das? Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ach. Post, okay. Ah, da, Ollivanders. Guten Tag. Kann ich bei dir nichts kaufen? Revelio. Da hinten ist wieder so eine Seite, die rumschwirrt. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Sachen kaufen, aber es ist halt wieder Nacht. Shit. Aufträge. Fliegen! Oh mein Gott. Ja, bitte, unbedingt. Ich will den Besen haben. Karte, wohin? Also, Weltkarte. Nee, Hogwarts. Oh mein Gott. Fliegen. Nehmen wir den Punkt. Ja, bitte. Ach, hätte ich nur vorher mal reingeschaut. So,
Schnell raus hier. Flugstunde bei Nacht. Ich hoffe, das funktioniert. Okay. Anfangen. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte, begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Ha, geht doch, beim allerersten Mal. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Mechanik. Gut. Nun, erste Lektion, Steuerung. Fliegen Sie durch alle Ränge im Innenhof. Aber Vorsicht, die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem langsam habe ich den Dreh raus. Ja, das ist ja wirklich nicht schwer von der Steuerung. Mal gewöhnen. Oh, wie geil. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Und die da wäre? Was muss ich machen? Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Ah, und mit Shift ist dann... Diese Aussicht. Ja, allerdings. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Das macht ziemlich Spaß. Ah, es gibt nur eine Stufe von schneller, aber ich muss das nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Mal so eine Frage an die Regie. Hat jemand von euch Hogwarts Legacy schon durchgespielt? So ein epischer Moment. Aber wir werden garantiert noch ein bisschen die Umgebung anschauen. Gut, das hat schon mal geklappt. Aber so mit dem Besen, glaube ich, braucht man nicht so sehr die Schnellreise. Hast du kurz Zeit? Wer war's denn? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Klopp. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Bringt uns das nicht ärger? Das klingt gut. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Was hast du vor?
Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Ja, das war natürlich nicht so gut. Oh, nice. Einmal eine Privattour von Hogwarts. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Oh, ja. Ich wünsche dir nochmal, könntest du dich ein bisschen freier umsehen. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Ja, das habe ich schon raus, wie das funktioniert. Nice. Da ist die berühmte Brücke. Denk, bist du zufällig ein halber Hippogreif? Oh, das hat aber eine Abklingzeit. Oh, okay. I see. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. So, dürfen wir den gerade behalten zum Dauer rumfliegen? Es wäre mega schön. Wir schnell die Besen ab. Hier ab. Moment, halt, bleib stehen! Verdammt! Wie halten, absteigen. Okay. Und wo waren Sie beide? Ja, Hogwarts? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Dankeschön. Ich weiß nicht, auch wenn es nicht gut war, es hat sich gelohnt. Sah mega geil aus. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ich bereue nichts, nö. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Yo, das machen wir gerade als erstes. Ich will so einen Besen haben. So, ich krieg noch Belohnungen von Herausforderungen, oder wie? Nicht gesammelt. Achso, Belohnung einsammeln. Also generell bei all dem, okay. Hier noch? Ausrüstungsgegenstand. Okay. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, hier. Ja, dann bei der Ausrüstung. Wie schaut es jetzt da aus? Oder irgendwas Spezielles? Nö. So, Sammlung, Talente. Ein Talentpunkt. Raum der Wünsche.
Der Duosang macht dich unverwundbar. Was? Der Duosang macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile. Das klingt gut. So, gerade Hogsmeade. Gerade von Hogsmeade, bitte, danke. Wo ist das jetzt mit dem Geschäft für Tierwesenbedarf? Wo ist... Okay, Schmetterlingsgespräch mit Clementine Willetzi. Beschwörung. Scherzartikel. Hä? Honigtopf. Warte mal, war das hier, der lokale Tierhaus? Ollivanders? Das kann doch jetzt nicht sein. Was übersehe ich? Wirtshaus. Und vielen lieben Dank für den Follow. Oder sehe ich das erst, wenn ich da einen Auftrag dafür mache? Was sagen die aktuellen Aufträge? Steht die erste Hüterausforderung ab? Fragezeichen. Depulso. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Eduros und teste sie zeitgleich. Okay. Fokustrank. Das Seidenblecks Tagebuch. Wegen den Tränken. Warte mal, Eulenpost, gibt's auch was Neues? Ja, hier. Bitte unterstütze ich bei der Lieferung und dachte, Sie waren vielleicht. Bitte besuchen Sie mich in JP bis Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Okay, Nebenaufgabe. Unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist das gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich im Unterrichtsraum von Teilung gegen die dunklen Künste, dass wir üben können. Ich würde gerne mal in den Raum der Wünsche gehen, wegen diesem einen Gegenstand, den ich da gekriegt habe. Ich mit Sebastian, Beschwörungszauber Ebanko. Auftrag verfolgen. Zauberkunst. Gehen wir mal dahin. Ne, halt, reisen. Teilweise finde ich es noch ein bisschen unübersichtlich. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Und dann schlagen Sie okay. Den Kobolden beim Aufstehen. Achte auch auf. Okay. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. So, Raum der Wünsche. Bin mal gespannt, was wir damit jetzt alles anstellen können.
und wie der dann aussehen wird für uns. Was Oder? Ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Ah, auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Fliegende Kerze! Die habe ich vorher schon mal gesucht gehabt. Da bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay. Denke mal, da ist die Leertaste F. Ja, los geht's. Ja, ist ja einfach. Wunderbar. Ah, und jetzt kann ich mir auch gerade mal das zweite Set machen. Da hätte ich gern... Das auf die 1. Desillusionierung, glaube ich, wäre auch nicht so schlecht. Humus und reparieren, aber das ist so das allgemeine Ding. So, wie kann ich jetzt... Ah, mit Mausrad kann ich dann wechseln. Das ist praktisch. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ah, was ist das? Ist das Harry? Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Schultasche. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hast. Sag Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebens Tee. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ah, ja, mach ich schon. Meine Güte. Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Protego! Ah, nein, halt. Na, geht es nicht? Ah, dich werde ich wieder rausziehen müssen. Ah, ist bestimmt kalt, du. Ah. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Hä? Was? Wie? Wo? Nein, nicht! Ach so. Okay, hier stehen wirklich die... Ich bin etwas empört aus der Raum. Dachte, ich brauche ein Bad. Freches Ding. Geil. Okay. Schick. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ich glaube, das musste auch nicht zwingend. Hallo. Was war das? Was war was? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Akio. Und, was haben wir hier hinten? Besen! Könnte ich nicht da einfach einen Besen mitnehmen? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Ein Rätsel. Ach so, damit ich dich jetzt irgendwie herkriege, oder was? Nein! Geil.
Nur, dass es schwächer ist. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ach, da ist er ja. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Okay, das war jetzt schon ziemlich geil. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Oh, ich auch. Der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Das brauche ich, weil ich habe da einen Gegenstand. Genau diesbezüglich. Identifizieren. Das machen wir gleich mal. Sie das war schon? Viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird Moment. War das jetzt schlechter? Ausrüstung. Also hier bei Outfit. Ach, schade. Alles schlechter. Ja, mal wieder eine Verkaufstour machen. Schade. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay, Leertaste F. Okay, los geht's. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche?
Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. I see. Und hier mache ich dann die ganzen Tränke und pflanzlichen Sachen etc. Neue Zaubersprüche zuweisen. Tee. Machen wir das mal da rein. 4. Hä? Wo genau soll ich das machen? Achso, warte mal. Das war ja verschwinden lassen. Ich bin Superheld. Warte mal. Das war... Alles klar. Zaubertränke. Eine elektrische Tränkestation. Okay. Gotisch, elektrisch. Schauen wir mal elektrisch. Ah, und jetzt kann ich sie ja so frei platzieren. I see. Okay, das ist ja mal mega nice. Und dann halten, andocken, kann man es jetzt so platzieren? Cool. In unterschiedlichen Varianten. Okay, zurück. Rückgängig machen. Gehen wir mal jetzt zurück. Hüpfender Topf, da geht noch nichts. Tränkestation. Kann er das machen? Okay. Nee, Moment. Da ging das Menü noch weiter. Nutzen. Okay, ja, den Schreibtisch mit der Beschreibung, den bräuchte man natürlich irgendwie auch. So mittelfristig. Hä? Warum nicht im Spiel? Dahin. Kräuterkunde. Elektrisch. Auch immer gotisch. Will ich da in die Ecke irgendwie reinhaben. Was ist da vorne und hinten? Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deek wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Kann ich Verwandlungszauber überall anwenden? Ja, das war noch eine gute Frage. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Okay, alles klar. Ich werde mich an Deek wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Einen weiteren? Okay. Hier hat es nichts. Und da hinten ist Deek. Sprich mit Wies. Was für Tränke haben wir jetzt da braucht für die einen Auftrag da? Lerne mit Sebastian einen Fluch. Oh. Die Liste wird ja immer länger. Triff dich mit Sebastian. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Fokustrank Maxima und Eduros. Okay. Eduros, Maxima und Fokus. Zu kaufen bei J.P. Bibbins Zaubertränke. Oh,
Warte, ich brauche mal einmal. 28 Sekunden. Gut, das war das Erste. Was noch? Moment. Wo war das jetzt? Fokustrank, Maxima, Eduros. Bitte Pulso. Kaufe einen Besen bei Spin Switches. Ah ja, warum eigentlich auch nicht? Okay. Und hier raus. Ach, der wartet auch noch, wenn ich im Menü drin bin. Also, da macht es dann Sinn, wenn man hier mehrere Sachen platziert. Tippt haben. 9 Minuten. Ist ja geil mit der Wolke. Ja, schieß mal los. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Hatte ich davon nicht irgendwie 100 oder so? Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Mit der Wand und dem Boden, okay. Ah, I see. Dekorationen, Teppiche, Sitzmöbel, Tische, Wandbehänge. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so wirklich nutzen würde. Aber schön, das geht. So, Teppiche. Ist da was Cooles dabei? Ja, Ruth. Ich will eigentlich die Ressourcen sparen. Achso, ich muss da 5 Sachen von jeweiligen. Oh, okay. Ich habe noch nie so viele Pflanzen gesehen. Boden- und Wanddekoration. Ja, dann. Hat schon mal ein paar Bilder hin. Dann nochmal 2. 3. Der arme Mondstein. Jetzt noch Boden. Seht ihr das als Bodendekoration? Geiler Stuhl. Das waren dann 3. Was könnte man noch machen? Tisch. Ach, brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt hört man das mal so in die Mitte rein. Jo. Aber zuerst hole ich mir den Trank hier. Nein, ich werde den nächsten machen. Diptamblätter. Straßenköterfell. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile ihrer Möbel ganz nach ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Okay, das ist sehr einfach. Den Zauberstab auf etwas. Okay, ändern Sie den Stil eines Gegenstands an die Farbe und die Größe. Das war das hier. Okay. Okay, das wäre ein anderer Stil. Und F, Farbe ändern.
und fertig. Die Größe eines Gegenstands. Kann ich... Lumos. Ah, nicht Lumos. Falsch. Wie... Holy shit. Ich kann das... Ich mach den ganz winzig. Das haben sie gut gemacht. Oh, süß. Nun sind sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem direkt auf den Raum. Oh. Moment. I see. Okay, cool. Ah, ich drücke immer falsch. Schon cool. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Ah, du musst es hier nicht putzen. Das ist schon sauber genug, aber ich würde jetzt gerne mal wieder Professor rausgehen. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich erdverbunden, mysteriöse Räume. Ich glaube, ich gehe mit dunkel. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Ja, so hätte es jetzt vielleicht nicht gesagt, aber okay. Cool. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Okay, wir haben jetzt einfach mal so mehr Platz gekriegt. Das würde ich mir jetzt also mal kurz anschauen. Was wird jetzt? Wir können einfach jeden kleinen Scheiß hier anpassen. Schon geil. Ich wünschte, echte Wohnungen würden so funktionieren. Okay, cool. Eine Frage hätte ich da aber. Wo ist der Ausgang? Aus der Ausgang. So. Achso, wobei, muss ich jetzt hier drin noch irgendwas machen? Nochmal ganz kurz prüfen. Aufträge. Das war's mit Sebastian treffen. Das war das mit dem Trank. Sprich mit Peppy. Erscheinungsbilder. Gold. Finde den Schatz anhand der Schatzkarten mit den fliegenden Kerzen. Was ich ja nicht hingekriegt habe. Und dann hätten wir noch das mit dem Duell. Gut, ich würde sagen, wir machen das mit dem Besen. Damit wir hier ein bisschen rumfliegen können. Karte von Hogsmeade. So, wo ist das gewesen? Ich habe das vorher nicht gesehen. Ach, da drunter.
Alter. Okay. Einmal hinreisen. Bitte lass mich genug Geld dafür haben. Auf geht's nach Hogsmeade. Ah, schon da. Drum, drum. Hier rein. Guten Tag. Ein neues Gesicht. Wunderbar. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spint Witches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Gibt's auch einen Nimbus? Sie mussten aufgrund der Handelswege schließen. Ja, warum eigentlich? Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher. Aber versuchen Sie mal, mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Ja, dann zeig mal her. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Oh mein Gott, ich kann's mir leisten. Okay, der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Hochwertig, aus Esche gefertigter Besen, steht für außerordentliche Stabilität. Stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Und ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Feuriges Temperament. Was stimmt denn da? Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Dankeschön. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ein Versuch wär's wert. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Schade. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Ich dachte, ich krieg's vielleicht kostenlos, wenn ich da schon der Tester hier bin. Oh, ein Fedora. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Oh ja. Wie funktioniert denn das jetzt mit dem Fliegen? Gibt's dafür einen Zauber? Möchte fliegen? Grundlegend. Video. Alohomora, das kann ich noch nicht. Wie kann ich denn jetzt fliegen? Oder darf ich das hier nicht? Ich darf hier nicht fliegen. Okay, bezüglich den
Tränken. Da war doch einer, den wir kaufen mussten. Aufträge. Ich schaffe und teste den Fokus. War das der Fokustrank? Wo ist denn dieser Trankladen hier? JP Pin. Was ist hier? Anspruchsvolle Lieferung, Erscheinungsbilder und Gold. Hätten wir hier jetzt Auftrag. Gehen wir mal hier hin. Guten Tag. Spaziert. Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Ja, ich bräuchte ein... Wie kann ich heute behilflich sein? Fokustrank. Rezept. Holy shit, 1200. Was kostet der Trank an sich? Ach, der Toten. Ach, da unten. 500. Idurus. Maxima Mega Power Trank. Was für Tränke habe ich jetzt? Ich wollte mal nachschauen, nicht, dass es doppelt kauft. Inventar. Hat es doch bestimmt was für Tränke hier. Was sind die ganzen Zutaten? Wo sind die Tränke? Hä? Ressourcen. Kann es doch nicht sein. Ist bei Ausrüstung mit dabei? Na. Aber gut, da gibt es noch was Neues. Bleibt genau gleich. Ah, ich glaube, ich mag den. Und dann noch Klamotten verkaufen. Okay, warum sehe ich die Tränke nicht? Gut, machen wir es auf Risiko. Fokustrank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und Idurus. Ach komm, wir haben das Geld zum Ausgeben. So, verkaufen. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Alles weg da. Bringt aber noch gut Geld. Jetzt könnte man eigentlich das Rezept hier kaufen. Fokustrank. Maxima. Hast du eigentlich Maxima hier bei dir? Kaufen wir auch einmal. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Okay, mit Rezepte kommen wir später vorbei. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Karte. Aufträge. Beschaffe und teste. Beschaffe die Zaubertränke Maximum und Edurus und teste sie zeitgleich. Impulso. Flugprüfung. Sprich mit Emelia. Ich glaube... Ja, wenn wir schon mal da sind, wenn wir seine Nebenaufgabe gerade mal mit annehmen, heißt ja nicht, dass wir es gleich machen müssen. Also ich gehe noch mal kurz rein. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja, das zweite hier. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte... Kommt auch auf unseren Discord-Server, Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.